ändern können. Ist das immer noch so? Kommt immer auf den Buchhändler an, aber es stimmt, ich habe da gewisse Ressentiments. Woher kommen die? Von den Lesungen, die man so erlebt hat. Vor allem, wenn Buchhändler Sie versucht haben zu interviewen? Nee, also das tun die in der Regel gar nicht. Also in der Regel machen Buchhändler oft gar nichts. Also Sie waren jetzt eine große Ausnahme, Sie machen besonders viel. Rede besonders viel? Und das ist oft aber so, dass man muss so das dann selber beginnen. Also man denkt so, geht's jetzt los? Der Buchhändler verschwindet und sieht ihn nicht mehr. Und dann muss man das schon selber übernehmen, je nachdem. Aber die Buchhändler sind ganz reif, die so sehe ich mal aus. Kann man Sie gut verstehen hinten? Ist das okay? Gut. Aber ich hatte noch aus der Erinnerung, dass Sie auch gar nicht so von den Buchhändlern wahrgenommen worden sind am Anfang. Spielt das auch eine Rolle? Ja, klar, man kommt manchmal auf Veranstaltungen und dann fragen die, wo die Eintrittskarte ist. Und dann, wenn man sagt, ich lese hier, dann sind die dann nicht immer nett zu einem. Die glauben an mich. Nee, ohne Eintrittskarte kommen Sie nicht rein. Was ist Ihnen passiert? Mir schon oft passiert. Sehr oft. Seitdem haben Sie Frau Lechner an Ihrer Seite, ne? Die Sie vorher ankündigt. Wenn Frau Lechner dabei ist, passiert das nicht. Aber ist es nicht auch so, dass der Buchhändler Sie als Buchautorin grundsätzlich erst sehr spät entdeckt hat? Habe ich das richtig so? Das stimmt. Also ich schreibe ja jetzt seit 16 Jahren und die Bücher haben sich immer ganz gut verkauft, aber eben nie so im Bestseller-Bereich und das ist jetzt erst seit ein paar Jahren und ja, das stimmt. Also der Buchhändler das recht spät entdeckt, das lief erst sehr übers Internet. Der Freund des Buchhändlers. In diesem Fall, also bin ich gut, auf das Internet zu sprechen. Also ich fand das klasse, dass Sie gleich so den Buchhändlern so eine nette, freundliche Begrüßung gegönnt haben. Und da habe ich gedacht, irgendwie, dass ich Sie auch näher kennenlernen wollte. Und ich muss ja gestehen, ich bin der völlig falsche Interviewpartner hier. Trau mich das jetzt gar nicht. Ich habe nicht eines Ihrer Bücher gelesen. Aber ich kenne Sie alle. Meine Frau hat nämlich alle gelesen. Das zu meiner Entschuldigung.